Das ist ein ganz politisches Programm, groß dimensioniert, mit Absicht groß, vieles davon wirkungslos. Eine wird sich als große Steuerverschwendung herausstellen. Und es ist das erste Mal in der Zeit, in der ich Politik beobachte, dass das Wort Gegenfinanzierung überhaupt keine Rolle spielt, von niemandem ins Gespräch wurde. Hier werden Steuern gestrichen, hier werden Ausgaben getätigt. Aber wer bringt das Geld auf? Also insofern, das wäre in einer Firma verboten, würde ich mal sagen, dass einer sagt, wir investieren in die Fabrik, aber ich habe leider gar keine, ich weiß nicht, wie das Produkt wird, ich weiß nicht, wie wir es verkaufen, aber ich habe eine schöne Planung für eine Milliardeninvestition in Paraguay, aber ich habe null Plan, wie ich die Kohle wieder zurückhole. Wie lässt sich dieses zerrissene oder überdehnte Band zwischen Leser, Leserin, Hörer, Hörerin und den Journalisten, wie lässt sich das wieder straffen oder wiederherstellen? In der Beziehung zwischen den Lesern und Journalisten ist was kaputt gegangen oder gesprungen oder eingeschlafen. Es gibt hasserfüllte Reaktionen auf Journalismus, es gibt gelangweilte Reaktionen.